haben wir, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ApoRed bzw. Leon Mascher hat mit ApoRed mal wieder einen seiner berühmten Pranks gebracht. Und dementsprechend, wie gehen wir da drauf? In dem Prank ging es ja darum, dass ein ApoRed gelogen haben soll, wenn es um seine Schulden geht. Da hatte ich ja auch ein Video zu gemacht und tatsächlich wurde mir auch schon an tausenden Ecken und Enden mein Gesicht zugeschickt, dass ich in seinem Video auftauche. Dementsprechend müssen wir da reingehen. Ich habe ja ganz starke Schmerzen. Ich begreife wirklich nicht. ApoRed Fake Statement, wenn du Eier hast. Ich begreife wirklich nicht, was die da geritten hat. Wie kann man denn so dumm sein? Was ich nicht verstehe, denn ein ApoRed hat unter anderem natürlich auch viel Häme abgekriegt, aber, und so habe ich es wahrgenommen, sehr viel Zuspruch bzw. sehr viel Empathie bekommen. Und damit, mit dem Prank effektiv, hat er den Leuten noch ins Gesicht gespuckt, vor allem auch seinen Fans, die es sich gefreut haben, dass er ehrlich ist und dass er seine Vergangenheit aufarbeitet und dass er vielleicht versucht, so sich selber zu finden. Was halt irgendwie komisch ist. Die Leute, die halt ein Interesse an ihm haben, so vom Kopf zu stoßen. Dabei und gleichzeitig hat er natürlich seine Glaubwürdigkeit nochmal unter Beweis gestellt. Und letztendlich ist er immer noch insolvent. Also er hat einen Prank gemacht über eine Sache, die uns allen eh bewusst war und sagt jetzt, nee, ich bin trotzdem Millionär. Prankt er sich jetzt selber oder wie? Ich hab ganz starke Schmerzen. Egal, wir gehen rein. Damit wirst du den legendären Geldschein-Prank machen in Türkei. Nein! Ja. Digga, das kann sich doch kein erwachsener Mensch geben, mal ganz ehrlich. Ab Minute 14 geht's los mit den Themen, die Menschen über 25 interessieren. Wie alt sind die beiden? Ende 20, oder? Alt genug, um das als... Also, keine Ahnung. Taschmakaskiat, komm. Ah, Taschmakaskiat. Ah, wollen wir euch... Ja, wir gehen, ja. Taschmakaskiat. Ah, 2-0, er hat gewonnen. Okay, das war wholesome. So, Rattity, bist du bereit, Digga? Jetzt kommt Bestrafung, Digga. Wir haben ja alles vorbereitet. Schön Kamera, ne? Das legendäre Steuerbuch. Was hab ich vor? Sag du es mir, was willst du von mir, Mann? Aua! Ey, hör mal du auf! Du wirst gleich die Wahrheit sagen, Junge. Du wirst den Leuten erzählen, was bei dir auf Konto los ist. Oh nein! Du wirst erzählen, was die Schulden du beim Finanzamt hast, Digga! Und zwar, erinnerst du dich damals, Digga, haben wir Wenn du Eierst gemacht, Digga, das war 6-7 Jahre her, Digga, komm, ich sitze mit mir. Bro, ich musste mich entschuldigen vor der ganzen Community, vor den ganzen Leuten. Ich wollte mich bei Matt jetzt einfach offiziell entschuldigen. Wenn du Eierst, die Entschuldigung. Ich weiß, das war meine Idee. Das war, Digga, ich musste mich wirklich entschuldigen, Digga, das war lange her. Vielleicht können wir eine Szene einblenden, wenn es das überhaupt noch gibt, Digga. Bruder, wieso steht die Kamera? Du wirst dich jetzt öffentlich bei Matt entschuldigen. Oh, hast du keine Eier? Das Ganze wird einfach viel zu... Also ich finde dieses ganze Format schon, wenn du Eier hast, ne, ich finde das schon so absolut peinlich. Ich finde das schon, diese Prämisse, du musst etwas tun und wenn du es nicht tust, hast du keine... Ja, wen juckt's? Wen juckt's? Dann denkst du halt, dass ich keine Eier habe, wen juckt's? Oh, dieses Format ist schon so, das ist halt, keine Ahnung, 8. Klasse Mutprobe so. Und damals so, vor 7 Jahren, wo wahrscheinlich die Mehrheit deren Zuschauer... gerade so in der Pubertät waren, ist das bestimmt cool gewesen, so, aber... Ja. Aber ja, okay. Ich meine, ist ja nicht jedermanns Content, so, ist ja auch okay. Krass, gerade mit dem ganzen Hate und so, das geht gar nicht. Und die Leute sind ausgerastet, die dachten sich, hey, was, Leon entschuldigt sich, Digga. Klar, haben die es auch positiv aufgenommen, aber jetzt dachte ich mir, das ist einfach bei dir genau dasselbe, Digga. Dieses Mal machen wir es aber ein bisschen... Ja, aber Leon ist auch heute noch in der Pubertät. Das ist das Ding, der bleibt auch da. Der bleibt doch in der Pubertät, ey. Ich erinnere mich einfach an dieses maximal cringe Interview, Gespräch, Diskussion zwischen den beiden Goofies und der militanten Veganerin, ey. Das war's. Da haben die es echt geschafft, dass die militante Veganerin sympathisch rüberkam. Ohne Witz. So. Ich habe selten Mitleid mit ihr gehabt, so, aber in dem Gespräch so, ey, das war das Unangenehmste, was ich, wenn es um Diskussionen geht, miterlebt habe. Das war so, es war wirklich absolut intelligenzbefreiend, diese Diskussion. Oh Gott, war das schlimm, Mann. Bisschen anders. Damals musste ich mich für meinen Shitstorm entschuldigen. Das war deine Idee. Ja. Und heute gibt's ja eine Riesendebatte. Hat Red die Milliarden? Hat er die Yacht? Hat er den Lamborghini? Mit Autos, die nicht ihm gehört hatten, mit Wohnungen, die... Nein, hat er nicht. Der ist insolvent. Punkt. Fertig. So hat er nicht.
Wenn er das hätte, dann wäre er nicht insolvent aufgrund der Tatsache, dass seine Krankenkasse ihn dreimal abgemahnt hat und dann angefangen hat, sein Konto zu pfänden. Wenn er nicht, also wenn er genug Geld hätte, dann hätte er die mal eben ausgezahlt. So easy going. Also. Die nicht ihn gehört haben, mit Uhren, mit Unternehmen, die ultra erfolgreich sind und Millionen Umsätze abwerfen. Du musst heute dich bei den Leuten entschuldigen, Digga. Okay. Bei allen, Digga. Sagen, dass du broke bist. Ich habe hier so ein paar Notizen. Du musst 5 Punkte erwähnen, Digga. Die musst du abarbeiten. Dann entschuldigst du dich, du lest das hoch, Digga. Ey, und dann schauen wir mal, wie die Reaktion ist. Ey, komm. Das Video, was wir uns seit Jahren wünschen, die ganze Wahrheit. Okay, das ist krass. Er war ja sonst seit Monaten und Jahren immer darauf bedacht, dieses Image nach außen zu tragen, dass er mega rich ist, dass alles richtig geil läuft. Was ihm auch bis heute keiner glaubt. Der Modus ist aktiviert, dann ist er ja irgendwie abgehauen. Über die letzten Jahre warst du der Einzige, der darauf gegeben hat. Und du siehst, wohin dich das geführt hat. Ah, was ist jetzt Phase so? Ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. So, hier das so ApoRed. Hier haben wir einmal ApoRed Steuerschulden 2001 bis 2024, Digga. 2001, Bruder, warst du 2001, Bruder? Ich bin doch erst seit 2013 selbstständig. Also, du erwähnst erstmal kein Geld, das heißt Brokey Mokey, Digga. Ja. Ganz. Klänger hat wirklich so ein super faires Statement gemacht, ne? Hat super viel Empathie bewiesen, hat ihm ja auch effektiv. Also, das war halt so dumm. Also, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum haben die das gemacht? Und die Leute, die dem geglaubt haben und empathisch waren und ihm gewünscht haben, dass er wieder auf die Beine kommt, dass er da durchhasselt und es irgendwie schafft oder so. Oder teilweise wie Monte, dass die gesagt haben, dass sie sich freuen würden, wenn er wieder Content machen würde wie früher und sowas und die da dabei wären. Und da nur Liebe für haben. So, die hat er damit vor den Kopf gestoßen. Einfach angespuckt. Seine treuen Fans effektiv. Ich check's nicht. Was das sollte, ich verstehe das nicht. Das ist so dumm. Das Einzige, was er jetzt getan hat, ist, dass man mal wieder nicht auf das hören kann, was er sagt. Er hat einfach nur bestätigt, dass er einfach ein Lügner ist. Sorry an alle, ne, klar. Punkt Nummer 2. Kriegst du das hin, mein Lieber? Bist du wach? So. Ich hasse Menschen, ne, die andauernd irgendwelche Leute hauen müssen. Was soll das? Es gab immer diesen, es gibt Real Talk, es gibt immer diesen einen Dude, der immer irgendwie meint, einfach so, und ich hab den schon immer gehasst, diesen Dude. Den hab ich schon immer gehasst. Hör auf, mich anzutatschen. Das ist nicht cool. Nerv dich. Und ich krieg die Krise, wenn ich jetzt bei anderen sehe. Was soll denn das? Stop it. Junge, ist das nervig. Ah. Schuldigen suchen. Immer typisch Red, Digga, ne? Warst du typisch Red? Schuldigen suchen, ne? Er will entweder das war auch das einzig Authentische an dem Statement. Ich bin nicht schuld, mein Berater ist schuld. Das war das einzig Authentische an dem Ganzen. Streamer oder sagt dein Steuerberater hat reingeschissen, alles wegen denen. Jetzt kommt eine kleine Steigerung. 3,6 Mio Schulden beim Finanzamt. 3,6, das wäre ja noch gut, mein Spaß. Bruder, und jetzt hier. Ja. Jetzt kommt nochmal der Burger. Jetzt gibt's Burgergeld. Oh, Digga, mach mich zu Hause. Burgergeld. Ich bin hinter der Kamera, ich geb dir ein bisschen Regie. Hat Mimi nicht rausgefunden, dass er mit seiner Frau Burgergeld, ein Ding ins Wohnung sogar haben, eine Bedarfsgenossenschaft, Gemeinschaft, eine Gemeinschaft haben? Wir wissen, dass er Bürgergeld, ja, wir wissen ja, dass er Bürgergeld bezieht. Man weiß doch auch, dass er seine Autos bei Miles mietet so oder gemietet hat. Also es ist doch alles zumindest Antrag der Ehefrau. Ja, aber wenn die verheiratet sind, dann werden die doch als ein Haushalt veranschlagt, oder nicht? So, und wenn du verheiratet bist mit deiner, ne, und du bist Millionär und ihr seid verheiratet, dann kann sie doch nicht Bürgergeld beantragen. Die sind eine Bedarfsgesamt. Ah, okay, und das Amt, weil ja, aber wenn er Millionär wäre, was er ja nicht ist, safe nicht, so, und mit seiner Frau zusammenlebt, so, ey, also, wirklich, wer hat er los, wenn sie dann, oh, sind ja, sind nicht wohlhabend, so, ihr Mann ist ja, aber es ist halt, nee, also, Real Talk, das ist, es glaubt ihm ja niemand. Und es ist ja auch schon fadenscheinig gewesen an der Argumentation, an der Entschuldigung, die er gebracht hat. So, die Entschuldigung war ja auch schon kernlost. Mein Finanzberater ist schuld. So, Bro, dein Finanzberater gibt dir keine Steuerratschläge. Das war ja schon lost. Und die Ratschläge, die er gegeben hat, so, das ist einfach.
Damit du immer weißt, auf welchem Stand der Dinge du bist. Boah, Digga, was ist das für eine harte Strafe, Junge, Alter? Du hast mich vor Jahren auseinandergenommen, jetzt kommt die. Er kommt mit 7, 8 Jahren alte Geschichten. Und ich würde sagen, Lappe die Sechste. Let's go. Digga, ich muss mir vor die Storys jetzt ausdenken. Okay, warte, so. Vielleicht starten wir heute etwas anders, Digga. Bisschen Emotion, weißt du, ich meine? Ist ein ernstes Thema, Red, Digga. Wie, ihr wollt so traurig sein? Ja, Digga, du hast 3,6 Millionen Steuerschulden, Digga. So, meine lieben Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema. Real Talk? Ich krieg's erstmal. Real Talk, er sieht immer noch fertig aus. Also auch wenn das alles gestellt war, sieht er immer noch müde, ausgezehrt und fertig aus. Direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Scheiße, Alter. Das klingt hier schon sehr ernst alles. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Prank ist. Ich habe gar kein Geld mehr. Stell. Hätte das ahnen können. Er ist insolvent. Er ist insolvent. Er hat selber seine... Was? Er war nicht in der Lage, seine verdammte Krankenkasse zu zahlen, Alter. Die kostet ihn vielleicht als privatversicherte Person ein Taui oder so. Wenn der Millionär wäre, dann hätte er die einfach rückwirkend einfach schnell gezahlt gehabt. Die hätten ja nicht fänden müssen, wenn er das Geld hat. So, also es ist halt, Bruder, also. Meine Beine, du, achte bitte nicht auf mich. Ja, normalerweise so ein Statement, Digga, ich mach dir One-Taker, aber das ist voll schwer, wenn das unauthentisch ist, aber egal, Digga. Weißt du, was auch gut kommen würde, Bro, wenn du sagst, Digga, andere Streamer sind ja auch schon pleite gegangen, jeden Monat geht irgendein Streamer pleite. Digga, die anderen haben es ja auch gesagt, was macht das für einen Unterschied? Ey, du bist so böse, du willst richtig, dass die Leute sagen so, ja, aber es macht einen riesen Unterschied. Du lügst nur! Bei dir ist was anderes, weil du hast gestern nicht zugegeben. Ja, noch mehr auf Red. Wieso? Ja, Digga, bei ihm nicht. Verstehst du? Wird erstmal auf Red halt, gedrückt. Stopp! Wird erstmal kurz der Reaction-Player gedrückt. warte mal. Habe ich da gerade richtig gehört? Es war ja obvious. Also die Leute, die ihm abgekauft haben, die dachten, alright, Lil Bro hat wirklich die Mios locker sitzen. Das ja, ist dumm, so, Alter. Spätestens jetzt müsste den Licht aufgehen. Das muss so anstrengend gewesen sein. Die Leute sagen, er hat seinen Twingo fährt er nur, weil jetzt, er sein Fünf jetzt frage ich mich, ist. Jetzt frage ich mich, ob die mich aus dem Kontext geschnitten haben. Jetzt frage ich mich das. Oder, weil ich habe gesagt ja in meinem Video auch, dass man ihm gar nichts glauben kann. Er ist ein Lügner und er beweist, dass er andauernd lügt. Mit jedem seiner Statements beweist er das so. Deswegen frage ich mich, ob die mich aus dem Kontext schneiden und mich so darstellen, als hätte ich ihm geglaubt. Oder, als ob sie, also natürlich machen sie, also natürlich machen die das. Also, natürlich machen die das. Die Leute sind vorhersehbar. Ja, die sind echt berechenbar, Digga, die Leute so. Deswegen, Bro. Es wurde jetzt jahrelang zu Recht auf ihm rumgehauen. Wenn ApoRed jetzt gerade in dieser Lage ist, ich bemitleide ihn jetzt auch nicht, weil er die ganze Zeit ja unbedingt den Überflexer spielen wollte. Weil Alpha Kevin hat ja auch gesagt, dass er ihm nicht glaubt und meint, dass das ein Prank ist. So, safe haben sie das aus dem Kontext geschnitten. Das ist auch meine Reaction. Ich sehe hier auch schon Guts. Nachdem er jahrelang dieses ganze Lügenkonstrukt versucht hat aufrechtzuerhalten. Bro, du bist kein Main-Charakter. Du bist auch nur ein Dulli, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Ja. Du bist kein Main-Charakter. Real Talk. Du bist ein Bot. Ich glaube, dass Red über ganz lange Zeit versucht hat, sein Image im Internet zu wahren, als der, der so viel hat, der so viel Geld verdient, der so viel teure Sachen besitzt. Es ist ja mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen. Wer hat ihm da vielleicht ein wenig die Motivation gegeben, das zu tun? Der hat wirklich das Tanzverbot-Video gesehen und gesagt, ich mach das auch. Er glaubt, dass das, was Tanzverbot danach passiert ist, nämlich dass er im Stream tausende Spenden gekriegt hat, passiert ihm jetzt auch. Was macht das denn jetzt bei mir für einen Unterschied? Ja, wo ist eigentlich der Unterschied? Ja. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Video, weil wir jetzt hier vielleicht auch mal sehen, wie er einfach ist. Vielleicht sehen wir jetzt hier gerade mal wirklich... Ja, wir sehen, wie er ist. Er ist ein Lügner. Obviously. Er hat ja auch schon bei seinem Statement gelogen. Die ganze Zeit. Also ja, obviously. Den ApoRed so, wie er ist. Das ist ja eigentlich genau die gleiche Situation. Und... Scheiße! Er ist genau die gleiche Situation. Das wird auch relativ gut aufgenommen. Und ich dachte mir ganz ehrlich... Ey, Bruder, es ist wirklich hart, was wir hier machen, Digga, ohne Witz. Also wie gesagt, Bruder, nicht, dass die Leute dann sagen, Alter, wir disrespecten die Leute, die dann, Digga, das kann jedem passieren. Alter. Ja, Bruder. Wie gesagt, kein Disrespect. Ja, alles cool, Digga. Sorry an alle da draußen. Alles cool, Digga, wir machen uns nur über Insolvenz lustig. Alles cool, Digga.
Wir lachen nur über euch und inszenieren das so und sammeln Mitleid und tun nur so, während andere Leute für immer in dem Druck gefangen sind, wie ApoRed, weil er auch privatinsolvent ist. Weil ich habe ja erstmal gesagt, Digga, trotzdem die Millionen sind am Start. Gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Einfach alles. Das wissen wir ja. Digga. Alles ist weg, nichts mehr ist da. Alter, ich fass es nicht. Ich habe ja fast ein bisschen Mitleid, wenn er uns nicht Monate, Jahre lang die Hucke voll gelogen hätte. Machen wir die nächste Seite, ich weiß gar nicht, wo wir sind, Digga. Ah, Entschuldigung suchen, okay. Da sagst du jetzt, Digga, damit habe ich wirklich nichts zu tun. Ich gebe ja meine Fehler zu. Das Ding ist, Freunde, es gehört auch dazu, bei so einem ernsten Thema oder generell einfach seinen Fehler einzugestehen. Mhm. Das Ding ist, Freunde, es ist... Das, Bruder, ey, ja. Es gehört auch dazu, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem riesen... Ja, die Fehler sollte man sich eingestehen. Bruder, seine Fehler einzugestehen? Das ist ja unglaublich. Das Ding ist, Freunde, es gehört auch dazu, seine Fehler... Die Leute freuen sich so, aber nee. Ohne Witz. Es ist halt wirklich, es ist so unglaublich wack. Es ist so unglaublich wack passiert. Aber ich find's gut, es ist eine Content-Farm. Einzugestehen, gerade bei so einem riesen Thema. Oder? So. Ey, Bruder, Outtakes sind einfach länger als das Video, Alter. Was ich sehr gut finde, dass man hier merkt in dem Video, dass er das tatsächlich ernst meint. Digga, was Woher? Passiert hier? Freunde, es gehört auch dazu, seine Fehler einzugestehen. Ich muss aber jetzt wirklich sagen. Suche so eine schlechte Eigenschaft. Es ist ein Fiebertraum. Ein Insolventer, der sagt, er sei Millionär, dann zugibt, dass er pleite ist und dann sagt, er ist doch Millionär. Es ist ein absoluter Fiebertraum. Es ist ein absoluter Fiebertraum. Und der Einzige, der sich als Lügner entlarvt, ist ApoRed. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist sein... So, er hat da ja Bock. Kann er machen. So ist sein Ding. Ne? Aber... Du musst immer auf Finger zeigen, so weißt du? Das ist so eklig. So scheiße, was ich das jetzt machen muss, Digga. Sein Fehler einzugestehen. Das kommt von ApoRed, Digga, ich glaub's nicht. Bei Red sind ja oftmals die anderen schuld und das würde irgendwie relativ gut ins Bild passen. Junge, ich bin eigentlich der Meister im Fehler eingestehen, Alter. Ja, ja. Ich weiß aber gar nicht, was die anderen haben. Ja. Der Meister im Fehler eingestehen. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ah, Bruder, passt, Alter. Digga, du hast recht, Alter. Ja, Junge, einfach, deine Nase wird immer größer, Digga. Deine Nase wird immer größer, Digga. Das ist schon ein bisschen, ja, die Wahrheit, ne? Das ist jetzt Stress oder was, ey, Bruder? Bei wem wohnst du? Bist du bei der schicken Wohnung hier, Bruder, mit einer beste Lage? Okay, komm. Ich hatte halt auch über die Jahre hinweg ein persönliches... Es ist halt echt schwierig, Digga. Es ist halt übertrieben lustig, so. Ja, ja. Ein persönlicher Finanzberater und so, Digga. Das ist halt echt geil. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz wichtig, dass man die Schuld bei sich sucht und nur bei sich. Er sagt wortwörtlich, sein Finanzberater ist schuld. Holy shit, wie kann man als Finanzberater so inkompetent... Da war ich! Wie geil! Ohne Scheiß, wie geil ist das denn bitte? Ey, und Real Talk, mir ist das doch alles scheißegal. Und wenn die mich aus dem Kontext schneiden, ich war da. Ich bin aufgefallen mit meinem Video, was stabil ist. Ich meine, ich hab gar keine Reichweite. Real Talk, ich habe keine Reichweite. Und trotzdem haben die Goofies Reichweite for free. Und trotzdem haben die Goofies mein Video gefunden und verwendet. Einen Ausschnitt davon. Ey, ich bin auch schon glücklich ohne Scheiße. Wie geil ist das denn bitte? Ich feiere das. Ich bin in der Mitte dieses Shitstorms. Ich bin dabei. Dabei sein ist alles. Ich kann sagen, ich war hautnah dabei. Es ist geil. Da war ich, ey. Da sind wir dabei. Jetzt Copyright Strike. Ja, das wäre witzig. Und dann würden sie, dann kämen sie mal zurück, weil ich habe schon 3 oder 4 Videos zu ApoRed gemacht. Das macht keinen Sinn. Wobei. Anwalt diese, ne? Content sein. Auf Vertrauensbasis, Digga. Geil. Persönlichen Finanzberater, der hat halt gesagt, Digga. Der Finanzhomie ist schuld, oder was? Ja. Das glaube ich ihn aber. Es gibt ja dann immer so die Leute, die dir sagen wollen, wie das alles funktioniert. Oder er versucht alles auf irgendeine fiktive Person zu schieben, damit er es von sich abwälzen kann und sich den Fehler nicht... eingestehen muss. ApoRed schafft es selbst in seinem Entschuldigungsvideo nicht, die fucking Verantwortung zu übernehmen, sondern überträgt es nochmal jemand anders. Was ist denn das für ein Finanzberater? Allein deswegen konnte man das Statement doch schon nicht ernst nehmen.
Berater. Jetzt kann er nicht nur den Steuerberater, nur nicht nur den Finanzberater die Schuld geben. ApoRed sagt selber, dass er sich bei dem Typen von dem Büro und dem Ganzen hat blenden lassen. Weil ich mir dachte, Digga, der Typ hat drauf, geiles Büro, etc. Da weiß genau Bescheid. Der hat ja auch ein tolles Büro und so. Das ist so lächerlich, ne? Boah, Junge, ich kann nicht mehr, Digga, ich weine. Okay, ich mach das jetzt auf One-Taker. Und ohne Witz, ich bin schon wieder vorgekommen. Aber okay, Digga, hör auf zu lachen, ja, wirklich. Okay, ich will dein Gesicht auch nicht sehen, Digga. Ich okay, mach auch keine Geräusche da hinten, okay? Nein. Ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sag ich mal, ne? So, Burgergeld. Und Real Talk, ich wurde von ApoRed oder von Lea Marchel geguckt. Ich finde, das ist schon Erfolg, so. Das sind zwei Klicks mehr, ne? Was hat er gerade gesagt? ApoRed bezieht Burgergeld? Ja, wissen in wir doch. Dubai? The Burgergeld. Alter, er meint es halt wirklich ernst. Burgergeld. Burgergeld? Burgergeld. Also man muss ja eine Sache, muss man ihm einfach lassen. Ich finde ApoRed unfassbar iconic. Eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen. Boah, ja, wissen wir. Wohnung vom hat Amt. Mimi doch schon aufgezeigt letztes Jahr. Er hat effektiv nur das bestätigt, was er natürlich abgestritten hat vorher, was Mimi auch schon aufgedeckt hat und dabei viel zu viele persönliche Daten gewälzt hat. Ja, alle am Diskutieren gewesen, ist er jetzt irgendwie Multimillionär? Ist er keiner diskutiert, alle nein, wussten, dass du arm bist. Ja. Der Multimillionär, der Multi, der Multimillionär, der Multimillionär, ah, du bist kein Multimillionär. Was soll das? Ich hab sie kaputt gemacht. Ey, Digga, Universum, 100.000 Euro will ich jetzt haben. Warte, aua, der Multimillionär. Aber doch dazu. Das ist ein voller Kühlschrank vom Multimillionär. Was soll das? Die sind über 30, nein, sind die nicht. Drei Eier, du. Nein, ApoRed ist 3 Jahre jünger als ich. Die sind nicht über 30. Stellt euch jetzt mal vor, ApoRed macht hier einen Prank und hat eigentlich wirklich die Millionen. Ich sehe hier eine weiße Wand. Ich glaube, das bin ich. Das ist das Video von mir, auf das Alpha Kevin reagiert. Am Start. Er hat so umgekehrte Psychologie gespielt und eigentlich hat er wirklich extrem viel Geld. Stell dir mal vor, ist alles gelogen und er macht nur, um zu zeigen, wie sich alle Ghosts drüber lustig machen und so, einen auf den und dann kommt er wieder und sagt, ja, bin doch Millionär. Das wäre crazy. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Allein bis zum nächsten Mal, ich mache jetzt so geil. Digga, der ist, hey, komm, oh, ja, Alter, ich hab das schon gut gemacht, Digga, komm. Jetzt ist alles auf dem Tisch. Ja, also seine Frau wird ja wahrscheinlich die Schlagzeilen mitkriegen, der war ja in der Bild und sonst wo überall. Also. Und das gibt wahrscheinlich auch Kohle, so, ne? Die Exposure, die Reichweite. Also, wahrscheinlich verdient er damit gut Geld. Und wenn die es richtig anstellen, kann man damit mal eben Insolvenzkosten abfordern. Ja, es ist alles, alle Karten liegen offen. Es hat echt lange gedauert. Das ist heftig. Da kam die Wahrheit, die wir uns jetzt seit 5 Jahren gewünscht haben. Endlich. Viele haben da ein bisschen zu sanft drauf reagiert. Mich also, interessiert, wer mit im Raum war. Er hat offensichtlich ja immer mal Augenkontakt zu jemandem gesucht. Ja, vielleicht hat er jemanden im Umfeld auch, der ihm dazu geraten hat. I don't know. Ey, nennt mich verrückt. Ich sag euch, er könnte immer ja, noch verrückt machen. Ja, also als ob Prinz Puma sein, also als ob das alles so, ich glaube, der weiß schon genau, wie er das wurschtelt, so dass das Amt das nicht mitkriegt. War immer unterhaltsam. Ich kann mir den anhören, ich kann mir den angucken, ich finde das immer unterhaltsam so. Also das muss man ja auch würdigen können. Ja. Aber eins muss ich sagen, Bruder, bezahl mal echt deine Steuerschulden. Ey. Ja, come on, Alter. Finanzamt muss schuldig, glaube ich, sogar mir Geld, Alter, ohne Witze, ey, ich schwör's dir. Bruder, du hast echt durchgezogen, ne? Krass, ja, Alter. Das ist aber irgendwie viel, viel mehr als eine Entschuldigung. Ey, kann ich Werbung machen? Das ist so ein vielen interessiert da wirklich, wie die aktuelle Situation ist, ne? Ja. Wirklich mit Insimodus etc. Und darüber wollte ich sowieso ein separates Video machen. Wo ihr sicherlich. Viel interessiert gerade sowieso, wie die aktuelle So wie er letztes Jahr nach dem Ich bin Millionär-Video 7 weitere Videos angekündigt hat. Und da genau 3 kamen. Aber ja, hat er ja auch schon abgedreht, die ganzen Videos. So. ApoRed lügt, wenn er den Mund aufmacht. Und übertreibt, wenn er nicht lügt. Prinz Puma. Finanzielle Lage ist, ob ich jetzt einen Steuer... Das waren 20 Videos sogar, ne? ...der Multimillionär ist, der im Ausland lebt. Oder ob ich wirklich ein Burgergeld-Brokey-Mokey-Hase bin. Insolventer Burgergeld-Brokey-Mokey-Hase.
Habe ich jetzt wirklich einen aktuellen Talk hochgeladen, wie der aktuelle Stand ist, auch mit Beweisen, etc., mit Briefen und Hau. Junge, fang bloß nicht wieder an, Alter, es reicht jetzt, Junge. Nein, lass es einfach. Auf. Das Video ist gerade jetzt online, wo jetzt sein Video online ist, okay? Ist deswegen das so? Schaut euch das an, ist mega geil. So, man muss sagen, du hast deine Bestrafung durchgezogen, Digga. Ja. Eier hattest du, Digga, du hast dich nicht verändert, Digga. Stark, ne? Stark, Alter, Digga. Natürlich das nicht! Das ist einfach Red, der lügt. Natürlich ist das nicht online. Mann, das ist einfach Red, der lügt nur. Er lügt eigentlich immer. So, und wenn er nicht lügt, dann übertreibt er. Oder sucht er aus. Na, also, what the hell? Natürlich nicht. Nächstes Video kommt. Ja, sicherlich. Sicherlich. Von Jahr zu Jahr, Digga. Das war's auf jeden Fall, die Leute, mit der Folge. Wenn du eierst, wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge, Digga, gebt dem Video jetzt einen Daumen hoch. Minimum 10.000 Likes kommt die nächste, wenn du eierst, Folge, Digga. Aber nicht mit mir, ne? Ich hab gar keinen Bock eigentlich. Ja, mal schauen mit wen auch immer, Digga. Vielleicht Special Guest, vielleicht Red wieder. Auf jeden Fall 10.000 Likes gibt's wieder eine neue, wenn du eierst, Folge. Auf jeden Fall war richtig nice, Bro. Ja, Freunde, war echt ein geiles Video. Hat mir mega Spaß gemacht. Mein Video ist auf jeden Fall auch online. Da haben wir nochmal einen aktuellen Talk über ein aktuelles Situation. Lass einfach 100.000 Likes raushauen und wir kriegen nicht noch so eine Folge. Ey, ohne Witz. Also ab dem Punkt, wo man irgendwie über 30 wird, sind so diese Mutproben irgendwie cringe. Real Talk. Ich finde das einfach nur noch unangenehm. Also ich mit 16 fand ich das auch cool so und witzig. Oder auch nicht, nee, ich war, nee, auch nicht. Mit 12. Mit 12 fand ich sowas cool und witzig so. Aber, Digga. Ab 30, ey, ohne Witz. Stell mal, nee, weiß ich nicht. Will ich mir nicht vorstellen. Ist komisch. Der Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Ich habe ein bisschen Nostalgie-Feeling gehabt bei dem Video. Hat mir echt Spaß gemacht, Digga. Das war echt krass, ne? Die OG-Map kommt wieder gerade, Digga. Die OG-Videos, Digga, die müssen wir bald wieder raushauen, du, oder? Auf jeden Fall, Digga. Ja, Leute, das war's. Hi, peace out. Ja, aber ich bin im Video vorgekommen. Was bedeutet, dass Leon Mascher oder Arpa Red meine Videos gucken? Was ein kleiner Erfolg ist für mich. Ich, dafür, dass ich seit einem Jahr erst Meinungsvideos mache, habe ich ja es geschafft, meinen Fußabdruck hat 66 Dislikes. Das hat nur 35.000 Likes. What the hell? Die Leute sind nicht amused. Weil ich aktualisiere mal. 37.000 Likes. Die Leute sind nicht amused. Was ist da denn los, Alter? Top-Kommentar. Der beim Statement nicht eingeknickt ist und er hatte recht. Punkt, Punkt, Punkt. Aber er schafft es wirklich einfach, die letzten Sympathiepunkte zu verspielen. Jeder, der ihm glaubt, ist wirklich geistig hängen geblieben. Kann ich so unterschreiben. Kann ich so unterschreiben. Also ich verstehe wirklich nicht, warum man einem ApoRed glaubt. Er ist offiziell, der Kerl ist offiziell insolvent. Also da gibt es keine Debatte, ob der Millionär ist oder nicht. Er ist insolvent.